Was lest ihr auch? Wir können ja mal runter machen. Hey Mädels, in der Zeitung steht, dass der Rummel im nächsten Monat in die Stadt kommt. Endlich mal wieder etwas Abwechslung in unserem öden Littenhof-Alltag. Ja. Anni, der Rummel ist doch auch immer dasselbe. Es müsste mal wieder was echt Aufregendes passieren. Ja. Hast du nicht eine Idee, Jenny? Oh, liebe Fis, ich halte mich im Moment lieber zurück, wenn es um Streiche oder andere geheime Aktionen geht. Schade. Ja, ich muss unbedingt ein gutes Zeugnis schaffen in diesem Jahr. Und das ist wesentlich einfacher, wenn ich nicht zusätzlich noch irgendwelche Strafarbeiten machen muss. Na, das wäre ja wohl auch noch schöner, wenn du immer irgendwas anstellen müsstest, damit wir uns nicht langweilen. Oh, ja. Sieht doch mal Elli an. Man kann ihre Nase gar nicht mehr sehen. So tief steckt sie in ihrer Zeitschrift. Von Langeweile keine Spur. Was liest du denn da Spannendes, Elli? Keine Reaktion. Bestimmt erfährt sie gerade die neuesten Gerüchte aus der Welt der Popstars. Hat Katy Perry mal wieder eine neue Frisur? Erde an Elli. Elli, bitte melden. Was? Was ist denn? Wer will zum Friseur? Niemand, Elli. Hilda hat sich nur gefragt, in was du so versunken bist. Ach so. Ich lese die neue Hurra. Wusstet ihr, dass DJ Pudel eine neue Turnschuhkollektion rausbringt? Oh. Nein, wirklich? Ja. Das ist ja der Wahnsinn, Elli. Also Jenny, warum musst du dich immer über mich lustig machen? Das geht mir ja sowas von auf die Nerven. Oh. Elli! Oh. Oh, nee. Weg ist sie. Was hat sie denn nur? Manchmal ist sie echt überempfindlich, unsere liebe Cousine. Gekränkt stürmte Elli mit ihrer geliebten Zeitschrift aus dem Gemeinschaftsraum. Niemand nahm sie ernst. Aber sie würde es ihren Freundinnen zeigen. Sie hatte gelesen, dass die Castingshow Kometenstar noch Teilnehmer für die neue Staffel sucht. Das Vorsingen fand ganz in der Nähe des Lindenhofs statt. Sie würde heimlich daran teilnehmen und ein berühmter Popstar werden. Dann würde endlich niemand mehr über sie lachen. Aufgeregt, aber entschlossen, fuhr Elli eine Woche später mit dem Bus zu dem Club, in dem das Casting veranstaltet wurde. Sie stellte sich in die Warteschlange vor der Tür und versuchte, ihre Nervosität im Zaum zu halten. Ich bin total aufgeregt. Du auch? Ja, total. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Oh mein Gott. Nee. Also, da haben wir auf jeden Fall bessere Chancen. Gleich bin ich an der Reihe. Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich sitzt meine Frisur. Warum ist denn hier weit und breit kein Spiegel? Hä? Ein Spiegel? Hier geht es um Talent, Schätzchen. Nicht ums Aussehen. Also, ich... Naja, Martha, ich würde sagen, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Also Stimmgewalt, gutes Aussehen und eine überzeugende Bühnenpräsenz. Diese drei Kriterien erfülle ich mit links. Wir bewerben uns als Trio, Millie. Da kannst du auch gerne mal in der Wir-Form sprechen. So, die Nächsten. Dein Name bitte. Millie Exponata. Aber wir treten zu dritt auf. Das sind meine Background-Sängerin, Martha und... Background-Sängerin? Die haben sie wohl dein Gehirn zum Trocknen auf die Leine gehängt. Und seit wann nennst du dich mit Nachnamen Exponata, Millie? Wenn du denkst, dass du... Nun mal keinen Streit. Trag das mal schön unter euch aus, aber bitte nicht hier. Habt ihr die Einverständniserklärung eurer Eltern dabei? Na klar, wir sind doch Profis. Ah ja. Oh, ihr seid Geschwister und habt alle am selben Tag Geburtstag? Ihr seid Drillinge? Du hast es erfasst. Schön, dann kommt mal rein und dann immer den Schildern nach. Komm, Martha. Viel Glück. Du kannst auch gleich mit reinkommen. Dein Name? Elli Sullivan. Hast du auch die Einverständniserklärung deiner Eltern dabei? Ohne die darf ich dich leider nicht reinlassen. Ja, natürlich. Hier. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Danke. Ah, verstehe. Du hast dich noch gar nicht für einen speziellen Song entscheiden können. Das macht gar nichts.
Willst du denn lieber a cappella singen oder lieber zu einer Playback-Begleitung? Playback? Was? Na, zu einem Karaoke-Lied. Hast du irgendeinen Titel, den du besonders magst? Naja, Happy von... Das kann ich ganz gut. Wow, ein schwieriger Titel. Respekt. Haben wir die Version auf Festplatte? Na klar, Silvia. Na dann schnapp dir mal das Mikrofon auf dem Pult dort und leg mal los. Okay. Wir sind gespannt. It might seem crazy, but I'm about to say... Sunshine, she's... You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. The air, I don't care, man. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Danke, danke, das reicht schon. Setz dich bitte noch kurz draußen hin. Es wird dann jemand zu dir kommen. Okay, danke schön. Oh je, ist mir schlecht. Ich hab ja sowas von falsch gesungen. Oh, mein Glück, dass ich niemanden davon erzählt habe. Was für eine Blamage. Die nehmen mich bestimmt nicht. Bleich und nervös saß Ellie auf ihrem Stuhl vor der Tür und wartete auf das Urteil der Jury. Von ihrer anfänglichen Entschlossenheit war nach diesem misslungenen Auftritt kaum noch etwas übrig. Was haben die da drinnen bloß so lange zu besprechen? Vielleicht sollte ich mich am besten gleich vom Acker machen, bevor die mich runtermachen. Das muss ich mir nun wirklich nicht geben. So, Ellie, dann komm mal rein. Okay. Das war wirklich ein toller und charismatischer Auftritt. Gratulation. Na, danke. Veralbern kann ich mich selbst. Irrtum, mein Kind, das war eine mega starke Performance. Du hast uns alle mitgerissen mit deiner super Ausstrahlung. Wir sind uns einig, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du bist im Recall. Ja, ich bin im Recall. Ich bin im Recall. Oh, ich bin im Recall. Was hast du denn plötzlich? Stimmt was nicht? Also, naja, meine Darbietung, also... So toll habe ich nun wirklich nicht gesungen und mein Englisch, also... Nun mach dir darüber mal keine Gedanken und überlass alles uns. Du bist bei den nächsten Aufzeichnungen des Wettbewerbs dabei und damit ein weiteres Highlight unserer erfolgreichen Fernsehshow. Ja. Wir sehen uns dann am nächsten Dienstag. Dein Termin ist um 17.30 Uhr im Studio. Danke, Frau Blanke. Und sei pünktlich. Ich bin im Re-